Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Welcome back to Let's Play Sims 4 aus dem Just Network mit mir, Papinho, André Pape und in der Regie, da sitzt einer, der ist der Vinho. Wir haben wieder ein bisschen was erlebt die letzten Tage. Bonzo hat ein Virus in der Welt verbreitet, hat damit 103 Simoleons verdient. Jetzt will er 2 Stunden konzentriert zocken. Ich weiß noch nicht, ob das klappt. Das weiß ich auch nicht. Außerdem macht er gerade das Anfängerturnier wieder. Ja, macht der? Ja, klar. Weil er hat es irgendwie immer noch nicht geschafft. Einmal ist er Zweiter geworden. Ja, das war auch schon gut. Ja, vielleicht sollst du ihn mal beim Pro-Turnier mitmachen lassen. Machen wir mal. Aber erstmal ein bisschen Spaß nach oben bringen. Spaß auf jeden Fall. Dann muss er mal was essen. Was hältst du denn, wenn wir mal kurz... Nein, der Rechner ist kaputt. Nein. Wenn wir mal kurz Pause machen, vielleicht die Badewanne in eine Dusche wieder umwandeln. Ja. Und ein zweites Sportgerät vielleicht kaufen. Ja. Batz. Es ist aufregend. Dann musst du aber das erste verkaufen, weil du hast sonst keinen Platz dafür, glaube ich, lieber Pape. Genau, leider Gottes. Es sei denn, wir vergrößern. Nee. Kannst du es nicht einfach in den Garten stellen, das Gerät? Sonst? Nee, ich meine eigentlich gerade erstmal wegen Dusche. Hm. Wo willst du dann noch hinbauen, Alter? Nee, es gibt jetzt nur eine Dusche. Ja, aber eine gute. Nur eine gute, dann geht es schneller. Aber nicht eine für 3000. Okay, warte mal. Die haben wir erstmal verkauft. Was hältst du denn von der hier? Die kostet 2015. 1015, ja. Ich habe jetzt 3000 von. Ich sehe das nicht ganz genau. Ich habe nur einen kleinen Monitor. Ja. 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 So. Ja. Gut. Und was brauchen wir natürlich noch? Fitnessgerät. Was hältst du vom Laufband für 900? Machen wir lieber so ein Hantelding. Nur wo hinstellen, ne? Das kostet aber 1500. Gibt's ja nicht billigere? Nee. Ja, dann lieber nicht. Was ist denn mit dem Laufband? Ja. Nur wohin? Ja. Für das Sofa, ey. Nee, Fabian, das geht nicht. Das passt nicht. Was hältst du davon, wenn wir draußen eine kleine Terrasse jetzt mal bauen? Da kommen Sportgeräte hin. Wir wollen das Ding ja sowieso noch vergrößern. Oder ziehen wir dann um ein neues Dings? Ich bin dafür, dass wir bald mal umziehen. Ja, wirklich? Mit umziehen? Mit 3800? Oder wir machen erstmal hier weiter. Wollte ich gerade sagen, lass uns doch mal kurz eine kleine Terrasse. Ja, bauen wir eine kleine Terrasse, vergrößern das nicht, weil das reicht ja so. Und wenn wir dann, keine Ahnung, 5000 oder so haben, dann ziehen wir ein größeres Haus um. Und ich meine, da geht ja sowieso nicht mehr so viel, weil da siehst du ja, das Grundstück ist ja auch begrenzt. Was machst du denn jetzt? Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich eine 4G Terrasse hinbauen kann. Ja, das klappt ja eh wieder nicht. Fliesen, Loser. Stein. Fitness-Terrasse. Die hier? Mir egal, Mann. Hey, warte, was haben wir? Machst du einen Weg dahin auch, oder? Ja. Da kann zwar keiner durch, weil die Dings steht, aber okay. Den kann ich gleich verschieben. Ja, verschieb die doch dann gleich. Kannst du nicht einfach ziehen? Ja, ja. Dann zieh doch. Ja. Da kannst du den Boxsack auch gleich hinmachen. Ja, mach ich doch. Mach doch, mach doch. Und pass auf. Ein Dach vielleicht noch? Geht das? Nein. Ein Zaun? Klar. Damit da nicht Nina einfach trainiert? Kann man nicht mehr. Warum nicht? Tja. Das kann man immer nur hier oben irgendwo hinmachen, was total sinnlos ist. Nee, es ist nicht. Das ist Geländer, das ist kein Zaun. Ah. Siehst du? Krümmer nimmer recht, ne? Ja, das ist. Was? Hast du das gehört? Ich hab's gehört. Sensationell. Warum spielst du kein Minecraft? Okay, lassen wir es erstmal so. Ja? Und was haben wir gerade nochmal gesagt? Ein Dach vielleicht noch? Nein! 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 Brauchen wir nicht. Das ist fast ein bisschen schmal, Pape. Hä? Mal gucken, ob du beides da reinkriegst. Ja, guck ich jetzt. Dann guck doch mal. Erstmal muss die Mülltonne anders irgendwo stehen. Da hinten auf der anderen Seite gegenüber ist doch so viel Platz oder so. Aber wie du. Gut. Ja? Da kommt doch nie einer noch hin. Okay, und jetzt noch das andere Ding, ey. Ja, jetzt kommt's. Ja. Jetzt kommt's. Ich sag, das passt. Laufband, ja? Ja. Klar. Okay.
Aber eine andere Frage, ich finde die kacke. Oh, abgespaced. Bam! Und damit so, hat er sein Leben. Jetzt gucken wir mal. Ah, nee, er muss noch karrieren. Hm? Achso, also irgendwie. Kacke. Wie geht das wieder los? Die kann man irgendwo ausschalten, vielleicht sollten wir das mal machen. So, Gonzo. Nein, der Kühlschrank ist hier kaputt. Oh. Reparieren und verbessern. Den Kühlschrank kann man nicht verbessern. Doch, kann man. Nein. Vertrau mir. Wir können neuen hinbauen. Verdorbenes Essen aussortieren, vielleicht sollten wir das mal machen. Ja, und jetzt guck mal bitte auf. Du kannst hier gerade nicht, ne? Was denn? Auf, ob jetzt Franco seinen Lebenstraum erstmal die erste Stufe erfüllt hat? Nee, kann ich gerade nicht. Kannst du gerade nicht, das hab ich doch gleich gesagt. So, Scheiße wegmachen da. Achso, erstmal aussortieren, das schlechte Essen. Das ist ja eklig, sieht fast aus wie bei uns im Studio hier. Das muss doch irgendwie gehen mit dem Dings. Wenn der kaputt gehen kann, kannst du den auch... Wasserstromregulierer. Nice. Und dann duscht er. Come on. Achso. Oh, er fühlt sich unwohl, weil er Hunger hat. Verständlich. Aber und? Danach geht er auch duschen. Zack! Er hat's. Ich bin mal gespannt, das geht schon voll schnell jetzt in dem Ding. Irgendwie hast du die falsch rum hingemacht, ne? Guck mal, das Schwarz ist zur Seite, das muss nach hinten. Stimmt. Oh, okay. Mel ist zu Hause. Oh, sie muss auch danach duschen. Ja, und bis dahin würde ich sagen, hat sie ein bisschen Spaß. Was hat sie denn? Achso, sie will sich verabreden zweimal. Und? Und 10 erfolgreiche Küsse einleiten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie... einleiten? Ja, sie will mit jemandem knutschen. 20 Mal, alter Schwede. Der PC ist auch schon wieder Schrott. Gleich verbessern. Ja, erstmal bauen sie Hunger. Schnelle Mahlzeit, Chips. Gib Gas, Bonzo! Kann man den nicht auch verbessern, den Rechner? Nee, ne? Nee, das ist schon ein guter Rechner. Nein, das ist nicht. 2000, ne? So, was kann Melle? Melle braucht mal irgendeinen Typ in ihrem Alter, mit dem sie mal so... Wie? Ich glaube, dass der Melken in ihrem Alter ist, ne? Ja, okay, dann holen wir Melken mittendrin dazu. Und bitte, bitte komm her. Die ist müde, ne? Ja. Und hat keinen Spaß. Langweilig alles. Malcolm Landgraf wird gleich da sein. Landgraf? Ne, mit B am Ende. Oh. Landgraf. So, da ist er doch. Oh, jetzt Franco, Lebensziel. Warte. Mehr freundlich. Nach Tag, Frau. Franco. Irgendwer wird gerade angerufen. Franco wird angerufen. Nein! Nina Gallienzer ist wieder da. Also jetzt findet Franco schon geil an Bonzo, glaube ich. Nein, ich habe okay gesagt, glaube ich. Oh Mann. Ich lasse ihn einfach nicht rein. Fernsehen oder. Lass ihn trainieren an den Geräten. Ja. Ich finde mal, dass er ein paar Schläge übt. Jawohl. Nein, Nina Gallienzer. Ja, sie kommt wirklich. Oh Mann. Ey. Egal. Die olle Schlampe. Guck mal bitte wegen dem Lebensziel von Franco, ob er das mittlerweile erreicht hat, weil er hat jetzt zwei Geräte. Okay, warte. Ja, aber er muss ja noch 8 Stunden trainieren. Ja, guck trotzdem mal rein, ob da jetzt 2 von 2 steht. Oh, da boxt er aber, er boxt für Mädchen. Ich meine, das ist Geheimagent, wie kann er so boxen? Der schubst das Ding! Nina, jetzt hau ich nicht ab. Nein! Wie dreist ist sie denn? Ah, warte, Melanie hat das gesehen. Um bitten zu gehen. Ah, warte mal, Bonzo hat gerade irgendwas gemacht. Und das Häufchen ist auch noch da, ey. Mach das Häufchen weg. Oh? Und danach oh, sagen, er ist benommen. Ich würde sagen, zorken, Alter. Er will einen Erholungsschlaf machen. Was fehlt jetzt noch für seinen Lebensdings? Warte.
Zwei Stunden kannst du ja. spielen, ja. Okay, also da wissen wir, was er Aber er ist tut. Benommen, er möchte schlafen. Möchte er, oder? Ja, ja. So, und bei... Er möchte einfach noch zwei Stunden trainieren. Und Malcolm mittendrin geht einfach mal an den Rechner. Boah, ey, lass das nicht Bonzo sehen. Lustige Geschichte erzählen. Ach, Technik. Was ist Melle denn? Die ist müde. Oh ja. Energiedrink? Fragezeichen? Hat sie nicht. Hä? Franco, hör auf. Du musst weitermachen. Du musst doch nur noch zwei Stunden trainieren. Wieso macht dir das keinen Spaß? Training an die Grenze. Was? Ah. Das stinkt. Wieso macht mir das keinen Spaß? Das verstehe ich nicht. Quasi. Pongi de Free Nudge. Verrückt anfangen. Jawohl. Kann Kuya Marinai? Noch ein Technik fragen. Fragen geht immer. Hast du schon mal gebrochen? So, zeig mal, Franco, was macht der Schönes? Jawohl, der macht den Stevino. Er läuft wie ein Stier. In unserem Training Center, in unserem Trainingscamp hier. Ja, okay. Oh, 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 da mit dem Bett, da ist es. Oh, kurz vor meinem Schlafen. Ich bin jetzt ein bisschen unangenehm. K.O. schlagen. Ja, Mama. Sind beide lustig. Ja, das ist immer so, ne? Mach das ja nicht nochmal! Und direkt danach entschuldigen. Oh, der ist böse! Bitten zu gehen. Mit bösen Menschen haben wir nichts am Hut. Bilder Landgraf. Grab. So, Hausaufgaben. Richtig. Ah, heute ist Samstag, ne? Egal. So wie Zeit muss sein. Und danach schlafen. Oh, er ist, oh, okay, er ist kaputt. Duschen? Ja, geht er schon freiwillig. Er trainiert, aber... Und dann gehen wir mit Franco heute noch mal ein bisschen raus. Er nimmt einen Energieshake. Franco ist müde. Ja, er nimmt einen Energieshake und raus. Raus in die Welt. Ja, oder noch mal eben zwei Stunden trainieren, um den Lebenstraum fertig zu machen, damit wir endlich seine Bodybuilder-Karriere anfangen können. Oh, haben wir schon. Haben wir? Nächster Meilenstein. 10 Stunden insgesamt joggen gehen, eine Stunde an die Grenze gehen, wenn energiegeladen. Okay, kannst du jetzt einen neuen Job? Probier mal einen neuen Job bitte jetzt, weil nach Taddys Theorie müsste er ja jetzt. Nein, wieso Bodybuilder nicht? Wird er nur, das Wenn? Ist sein Lebensziel. Ja. Guck mal, Bodybuilder, er hat jetzt 1 von 4 Stufen für den Bodybuilder fertig. Ach du Scheiße. Und dann geht das erst? Ja. Bist du sicher? Ja. Kannst du bitte trotzdem auch rechnen? Hä? Cool, ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, so ist das. Bist du sicher? Ziemlich. Und Frank geht einfach pennen. Gut. Und Melle hat noch Hausaufgaben auf dem Freitagabend. Ja, aber so muss das. Vorbildlich. Stimmt. Danach kann sie pennen gehen. Macht sie auch. Nee, erstmal Blase entleeren. Was machen wir morgen mit Bonzo? Tja, gute Frage. Ne? Hat er eigentlich schon die Dusche verbessert? Ja. Gut. Also gucke ich gleich gerne nochmal, aber ich bin immer. So, fertig mit Hausaufgaben machen. Lulu machen. Nochmal eine Kleinigkeit essen danach. Oder einfach direkt schlafen. Ja, hat er schon. Bonzo ist wieder aufgewacht und er muss ganz dringend pissen. Und eine Tüte Chips essen. Der ist wichtig. Natürlich ist das wichtig. Das ist wichtig. Spiel spielen. Blickblock? Ja. Weißt du, ich weiß gar nicht, ey, ob... Guck mal, wir haben jetzt möbliert und so weiter. Wenn wir jetzt ein neues Haus einziehen, ne, und alles neu machen müssen, neue Möbel kaufen und so weiter auch, ich glaube, dann kämen wir mit 5.000 gar nicht klar. Ja, aber wir kriegen ja das ganze Geld, was hier jetzt drin steckt, kriegen wir alles wieder. Ist das so? Ja. Okay. So war es zumindest im alten Sims. Also ich denke mal, dass sie das beibehalten haben, weil dann kann man sagen, Haushalt umziehen, mit allen Möbeln verkaufen, ja, mit allen Möbeln verkaufen, dann kannst du woanders hinziehen. Ja, das klingt gut. Aber wir sollten trotzdem 5.000 haben mindestens. Ja, okay. Wir haben 2,5 jetzt gerade mal. Ne? Das wird ja auch nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ey, weil ja auch nur einer arbeitet für den ganzen Haushalt. Ja, er macht doch gleich nochmal ein Virus, glaube ich. Ja, meinst du? Darauf hat er gerade richtig Bock. Aber da kriegst du auch noch 100 für, das lohnt sich nicht. Naja. Naja, lohnt sich nicht. Lieber 2 Stunden konzentriert spielen, weil dann hat er seinen Lebenstraum erfüllt. Er ist gerade cool. Hol doch mal Job suchen. Jetzt sind wir Programmierer. Probier doch mal Job suchen, bitte. Ob er vielleicht jetzt endlich... Oder, ja...
Aber die Jobs bleiben gleich, glaube ja, ich. Ja, meinst du? Können wir nochmal sehen? Er will einen Witz schreiben. Wir lassen ihn gleich mal einen Witz schreiben. Ja, okay. Schreib gleich einen Witz. So, pass auf. Ja. Geheimagent. Astronaut. Nein. Ja, okay. Ist alles das Gleiche. Gut. So, einen Witz schreiben. Und danach konzentriert ihn. 2 Stunden. Ja, aber ich weiß nicht, wie man... Spiel spielen. Ihn, ja, aber ich weiß nicht, wie man ihn konzentriert werden lässt. Ich glaube, er muss was lesen, dann konzentriert er sich. Wir probieren das gleich mal. Hm. Aber es geht ja nur darum, 2 Stunden konzentriert ins Spiel zu spielen. Ja, ja, aber er muss hier... Was normales jetzt? Spiel reicht nicht, oder? Nein, guck mal, hier links steht ja, er ist verspielt gerade. Mhm. Und ich glaube, er muss konzentriert stehen. Mhm. Melle hatte das auch schon mal, dass er konzentriert stand. Okay. Er freut sich auf jeden Fall über seinen Witz. Er lacht selbst drüber. Spino? Ja, Fruz. Comedy. Jens kann jetzt mehrere neue kurze Auftritte am Computer bzw. Mikrofon planen und vorführen. Ist das etwa Comedy? Ach so. Er kann jetzt selbst... Planen. Ein Comedy-Auftritt planen. Er kann jetzt nicht... schade. Glaube ich. Okay. Hat er aber gerade gemacht. Und jetzt liest er kurz was. Dann hoffe ich, dass er konzentriert wird. Und dann könntest du auch ein Turnier... Wenn er konzentriert ist, kann er vielleicht auch das Turnier nicht mal gewinnen, weißt du? Vielleicht. Er hat einfach gepupst. Wieder mal. Das macht ihm Spaß. Aber dadurch wird er nicht konzentriert. Wodurch ist man konzentriert, wenn man was macht? Sie ist durch Hausaufgaben konzentriert. Ja, aber er hat keine Hausaufgaben. Das stimmt. Wo? Nein. Was? Keine Tipps. Oh, ich hasse es. Was liest er denn? Irgendein Buch. Eingeschlafen. Wieso eingeschlafen eigentlich? Penny noch? Ja, ja. Achso. Irgendwie. Hä? Irgendwer ist gerade aufgewacht. Franco. Franco hat Hunger. Verständlich. Samstag? Ja. Party. Party hot! Verkackt das nicht, Pape. Nein, nein. Okay, irgendwie wird das mit dem Buch lesen nichts. Er muss konzentriert sein. Wodurch ist man konzentriert? Durch Zocken? Durch Blockspielen? Vielleicht durch. Freiberufliche Arbeit beginnen. Ja. Geil. Ist das vielleicht Stream? Nice. Franco braucht Spaß. Was macht der? Ja. Was steht da? Rechts oben. Wir haben soeben die Computersysteme unserer Firma analysiert, um es kurz zu sagen, es sieht nicht gut aus. Wie kann es sein, dass du alle das Passwort Sternchen, 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 Sternchen haben? Du musst uns helfen. Ah. Er hilft jetzt einfach irgendwelchen Leuten im Internet. Ah, ist auch okay. Ja. Kanal wechseln. Kanal schauen. Sport. Sport? Klar, Sport. Guckt er gerade. Das ist alles noch. Spaß geht auch hoch. Ja, stimmt. Bonzo verdient jetzt freiberufliche Arbeit, ne? Das ist immer noch nicht streamen. Die Frage ist, ob er damit Geld verdient. Stimmt. Das wäre ja nicht freiberufliche Arbeit. Stimmt auch wieder. Ich muss mal kurz aufräumen, tut mir leid. So geht das nicht! Und dann... Was will er nochmal machen? Joggen und 1 Stunde bis an die Grenze gehen. Pass auf, das machen wir jetzt. Vor der Arbeit? Ach nee, ist ja, muss ja heute gar nicht arbeiten. An die Grenze gehen ist... Ah, schade. Ach nee, wir sind Energie geladen, das heißt, er muss mal kurz Training... Energiedrink? Ja, muss er machen. Hier hingehen. Geht er jetzt hin danach. Und dann Energiesaft. Nimm den Energiesaft. Ja. Energiegeladenes Training. War das dann auch mal? Du wirst ja sehen, wer das gemacht hat, oder? So, Bonzo macht weiter. Melle pennt. Er hat Hunger.
Mach was, junge Bonzo. CDs, Computer, Geld. CDs, Computer. Aber ich sag's ja ungern, aber wir sind schon wieder durch für heute. Das ist so krass, wie schnell 20 Minuten rumgehen. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, was soll unsere Familie machen? Familienausflug, sollen sie Familienausflug machen? Und warte mal kurz, bevor wir rausgehen, wir können gucken, wann Melle Geburtstag hat. Bis zur nächsten Alltagsstufe, 0 Tage. Hat sie etwa heute Geburtstag? Hat sie heute Geburtstag? Das erfahren wir morgen. Das erfahren wir morgen. Ja. Ihr Lieben, morgen mit Melles Geburtstag vielleicht. Vielleicht. Ciao.